Hallo meine lieben Bastelfreunde, hier bin ich wieder, Pedi von Pedis Pub Art. Heute wird es bunt und ja, es wird auch gleich ein bisschen weihnachtlich. In den ersten Teil von den ganzen Neuheiten, die im Juli am 29. bei QVC von Kraftbar, die wieder auf Sendung kommen, an den großen Bastel-Event. Also in diesem ersten Teil möchte ich euch zwei Sets vorstellen. Ich habe leider von beiden Sets noch keine Artikelnummer. So wie wir die haben, werde ich sie wieder unterm Video und auf der Facebook-Seite natürlich drunter schreiben. Aber nichtsdestotrotz, heißt das ja so schön, möchte ich sie euch trotzdem schon mal zeigen. Wie gesagt, es wird auch einen zweiten Teil geben von den ganzen Neuheiten. Und da wird sich das dann alles um die Forever Flowers drehen. Diesmal ist es ein bisschen gemixt. Es sind schöne Ergänzungen. Wir fangen einfach mal an. Also wie ihr seht, habe ich hier schon ganz viele bunte Röschen in der Hand. Und das ist nämlich ein Sprühfarbenset, steht hier schon, kommen wir gleich drauf. Ganz genau, ich möchte euch das bloß mal ein bisschen zeigen. Ich hoffe, das kann man einfangen bei dem Licht. Seht ihr diesen Goldschimmer? Ja, ich hoffe, dass man das ein bisschen erkennen kann. Wartet mal, ich zeige euch das sonst hier vielleicht nochmal an der lilafarbenen. Ja, das sind jetzt keine hellen Flecken, weil ich schlecht gesprüht habe. Das ist dieses Goldpigment, was da drin ist. Und deswegen nennen sich die Farben diesmal nämlich auch Glimmersprays, weil die einen super schönen ja, Feenstaub-Effekt mit dem Gold da drauf haben in den Farben. Und das macht das Ganze ja, sehr edel, sehr weihnachtlich auch und so ein bisschen antik angehaucht das Ganze, also nach meinem Geschmack. Hier in der blauen kann man das zum Beispiel auch schön sehen. Na, das hat so einen Antikeffekt, die Farbe. An sich sehr leuchtend, ganz toll. Das waren jetzt alles diese weißen Rosen aus den festlichen Rosenset, die ihr bei mir auch noch im Shop bekommt, wo dieser Mix mit weißen und roten Rosen drin ist. Die habe ich hier einmal angesprüht, um euch mal die Farbbrillanz zu zeigen. Ich habe auch noch ein reines weißes Blumenset im Shop. Na? Da könnt ihr auch mal gucken, da könnt ihr, wie gesagt, alle eure Forever Flowers mit einsprühen. Ihr könnt aber auch auf Papier gehen, zeige ich euch auch gleich nochmal. Und hier habe ich euch jetzt mal so eine Farbtabelle gemacht, von den 6 Farben, die ihr da bekommt. Und da, jetzt kann man das, glaube ich, sehen, was ich meine mit diesem Goldeffekt, ne? Wie das schimmert, das ist doch so toll. Wiederum sind das super schöne Regenbogenfarben, die man wirklich fürs ganze Jahr benutzen kann. Aber durch diesen Goldeffekt haben die einen super schönen Antik-Look nach meinem Geschmack. Na, also ich finde die große Klasse. So, wie gesagt, es sind wieder 6 verschiedene Farben, die ihr bekommt. In 50 Milliliter Töpfchen. Na, in Sprays, Töpfchen. Unten sehen die dann immer so aus. Wenn das so unten aussieht, bei jeder Farbe wird das so sein. Guckt, genau. Dann müsst ihr sie einfach kräftig schütteln. Kräftig schütteln, solange bis sich das dann unten vom Boden löst. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm. So, guckt. Und da hat sich das hier schon bis auf dieser kleinen Ecke da oben sehr schön vom Boden gelöst. Und dann wisst ihr, dass die Farbe eigentlich sprühbereit ist. Das kennt ihr auch alles schon von den Watercolor-Sprays und von den Feenstaubpuder und so weiter und so fort. Es lässt sich auch Die Farben lassen sich natürlich auch super kombinieren mit den Watercolor-Sprays. Da habe ich auch ein super schönes Set im Shop, da müsst ihr mal gucken. Ganz toll, lassen sich prima verarbeiten. Auf diesen Stempelkarton, Stempel- und Bastelkarton nennt sich der. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt, den habe ich auch im Shop. 100 Blatt, a 270 Gramm, also eine super schöne Stärke. Und schönes, reines Weiß, worauf, ich halte das mal so, dann kann man hier den Goldeffekt vielleicht auch sehen. Es ist so bedeckt. Ah ja, da guckt. Es ist so bedeckt hier heute bei uns. Und mein Licht reicht anscheinend heute nicht so richtig. Aber man kann diesen Goldschimmer, ja, da oben auch. Man kann diesen Goldschimmer sehen. So, dieser Karton, wie gesagt, 100 Blatt bekommt ihr da als großes Set. Ich weiß nicht, ich glaube 11,99. Müsst ihr mal gucken. Ein super Schnäppchen. Lässt sich prima auf Stanzen schneiden und eben halt kolorieren. Ich klebe mir das immer so ein bisschen fest, damit sich das nicht zu doll wellt. Aber nachher könnt ihr das euch, wie gesagt, auch gerade wegen, habe ich euch schon mal gezeigt. Genau, und dann könnt ihr euch natürlich die superschönsten Hintergründe auch damit gestalten.
Wie zum Beispiel bei dieser Karte. Na, das ist die erste weihnachtliche Karte. Das ist das Grün. Das sind nur die Farben, die Glitzerfarben, die ich euch jetzt zeige, die 6 Stück. Da habe ich das Grün und das Pink und Orange ein bisschen gemischt. Ich habe den MDF-Spruch. Das ist das zweite Set, was ich euch gleich zeigen werde. Damit angesprüht. Den habe ich aber nochmal überlackiert. Mit den Liquid Glitter Glass Drops bekommt ihr noch bei mir in Shops. In Shops. Oh, ist wieder ein bisschen schwer heute so. Ich konzentriere mich mal. Also, ich versuche es jetzt nochmal. Liquid Glitter Glass Drops. So, das sind transparente 3D-Halbperlen, die ihr damit aufsetzt. Oder ihr zieht das ein bisschen in die Länge, dann könnt ihr euch da so ein Glitzerlack drüber setzen, wie ich das jetzt hier bei diesem Schriftzug gemacht habe, zum Beispiel. Und oder auch hier auf die Karte. Hier habe ich auch das schöne Ruby und Rose, Rose Quarz nennt sich das, also das Pink und Orange. Einfach wild drauf losgesprüht auf die Karte, habe das trocknen lassen, habe es anschließend mit kleinen Schmetterlingen bestempelt und habe dann da auch dieses Glacé Glitzer Drops drüber gesetzt und auch hier ein paar Halbperlen gesetzt. Also es gibt immer noch mal einen schönen Effekt in der Kombination mit diesen ganzen Sprühfarben. Na? Also, wie gesagt, lässt sich super auf diesen Kartenkarton verbasteln. 6 verschiedene Farben. Es gibt ein Türkis, es gibt dieses Rosquarz. Na, Türkis, klar. So, dann haben wir ein schönes Grün dabei, das nennt sich Emerald. Was auch immer, Emerald, bin ich jetzt überfragt, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir ein Saphirblau. Auch ganz edel. Ja, verliert sich jetzt fast so ein bisschen hinter meinem Pullover. Und dann haben wir hier dieses Ruby, das ist das Orange. Ne? Total schön. Und dann haben wir hier noch den Amethyst, ein wahnsinniges schönes Lila. Ist ja natürlich genau meine Farbe. Wie gesagt, ihr könnt alle Forever Flowers damit einsprühen, ob sie weiß sind oder andere Farben habt. Lasst euch dann überraschen, was dabei rauskommt. Hier habe ich die Weihnachtssterne. Die kommen dieses Jahr übrigens auch wieder zu QVC. Das Set, was wir letztes Jahr schon kennen, die weißen und roten. Da wird es auch wieder ein Set von geben. Kommen auch im Shop demnächst, hoffe ich bald. Und die könnt ihr euch natürlich auch alle einsprühen. Wie gesagt, alle Forever Flowers. Das ist gar kein Problem. Auf Papier könnt ihr das verarbeiten. Könnt euch super schöne individuelle Hintergründe damit gestalten. Und könnt das eben auch mit den einfachen, sage ich jetzt mal, einfachen Watercolor-Sprays benutzen. Nicht nur für Weihnachten, auch fürs ganze Jahr. Genau, das wollte ich euch gerne mal gezeigt haben. Ihr könnt dann natürlich auch mit aufs MDF gehen, also Holzschriftzüge mit einbesprühen. Da bekommen wir nämlich ein super schönes Set, wo dieser nämlich auch mit drin ist. Frohe Weihnachten. Und könnt ihr das sehen? Kann ich das ein bisschen einfangen? Das hat auch alles diesen Antik-Look. Und nur weil ich das mit den Orange und Pink und am Rand mit den Grün eingesprüht habe. Also im Prinzip habe ich jetzt einen ganz schlichten, einfachen weißen Keilrahmen gehabt. Habe mir da jetzt die ganzen Sachen einfach wild draufgeklebt. Die Blümchen mit Heißkleber, den Schriftzug zum Beispiel und die Holzsternchen habe ich mit den Premium Glue, den tollen Kleber von Kraftwadi, im Shop erhältlich. Der klebt wirklich alles. Also der klebt sogar MDF auf Keilrahmen, klebt Papier perfekt. Da gibt es auch eine ganz feine Metalldüse für. Also sprich, ihr könnt auch Stanzteile mit aufkleben. Also das ist wirklich ein super Kleber. Da klebe ich so gut wie alles mit. Wie gesagt, sogar MDF auf Papier. Und ja, genau, den Schriftzug auf der Karte, den habe ich damit auch da aufgeklebt. Und das hält alles. Also super Ding. So, wie gesagt, ich hatte einen weißen Keilrahmen. Hab mir das so drapiert, wie ich das gerne leiden mag. Habe meinen Heißkleber genommen, aufgeklebt. So, dann war es ja nun recht bunt. Das sind auch die weißen Weihnachtssterne. Die Schmucksteine waren auch weiß. Jetzt haben sie einen leichten rosa Schimmer. Und dann bin ich einfach mit den Sprühfarben dahergegangen und bin wild rüber. So, wie es mir gefallen hat. Ein bisschen mit Grün, dieses Ruby und dieses Rose Quarz gemixt. Und zack, dann haben wir nämlich hier super schöne Effekte. Und ich halte das mal ein bisschen dichter ran. Ich glaube, da kann man auch den Goldschimmer sehen an dem Weihnachtsstern da unten. Das mit dem Grün verlaufen. Also es bringt echt einen Heidenspaß. Man kann sich da super schöne Deko mitgestalten. Und der MDF-Schriftzug,
Der hat natürlich jetzt auch was richtiges Antikes, so Vintage-mäßig. Ne? Auf den Weihnachtsstern kommen wir im nächsten Video zu sprechen, auf den großen. Und auch auf die Blätter, die werden auch im nächsten Video mitkommen. Ne? Und die habe ich hier auch schon mal verarbeitet, um euch das mal vorab zu zeigen als Beispiel. So, Schriftzüge, genau. Wir haben ein großes MDF-Schriftzug-Set, sage ich mal. Alles weihnachtlich in verschiedenen Größen. Hier ist zum Beispiel der Weihnachtsmann in 1, 2, 3 verschiedenen Größen. Es gibt den guten Rutsch. Es gibt auch kleine, so wie Eiskristalle, Schneemann, Sterne, Frieden, Feiertage, Schöne, Advent, Freude, Engel, frohe Weihnachten. Und natürlich alles in unterschiedlichen Größen und anderen Schrifttypen. Zauberhaft, Nikolaus, Kerzen, Lichterkette, Wünsche, frohes neues Jahr, hatte ich euch, glaube ich, eben schon gesagt, ne? Also, Weihnachtsmann, genau, da ist die Lichterkette. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ja, genau. Ho, ho, ho. Auch ganz toll. Also, es lässt sich super schön damit neue Deko gestalten, neue Geschenkideen zaubern. Oder eben sogar von den Größen her, dass man das auf Karten benutzen kann. So wie der Engelschriftzug. Guck, die habe ich euch schon mal gezeigt bei Facebook. Die Karte. Na, einfach entweder mit Heißkleber oder ihr nehmt den tollen Klebestift von mir. Damit könnt ihr das, wie gesagt, super auch da aufsetzen. Das ist gar kein Problem. Könnt ihr euch gestalten. So, wenn ihr jetzt sagt, na, Home Deko wäre jetzt aber ein bisschen schöner. Habt ihr ja schon eben gesehen an den Keilrahmen. Hier habe ich zum Beispiel eine MDF-Tafel, so ein Schild. Bekommt ihr bei mir auch noch einen Shop? Das sind hier die Löcher für die Forever Flowers, wo wir die fertigen Blumen durchstecken können. Ich habe jetzt hier die ganz neuen Weihnachtssterne mal einfach nur einen oben und einen unten in die Ecke gesetzt. Habe mir das Ganze vorher aber mit Designpapier bezogen, eine Spitzenbordüre raufgeklebt, dann die Sterne reingesetzt. Ne? Und die Blätter habe ich einfach mit Heißkleber aufgeklebt. Und das Rentiere ist so, ich weiß, es sind keine Rentiere, aber dieser Rentiere-Spruch ist auch auf diesen MDF. Platten mit bei und die brauchen uns ja einfach nur ausdrücken und dann fällt uns das schon entgegen, der Spruch, und dann können wir die kolorieren, die Schriften, wie wir es eben halt leiden mögen, wie es zu unserer Deko passt. Und hier habe ich noch eins, das ist auch so eine Tafel aus dem Set. Das ist die kam gleichzeitig mit der Tafelfolie bei mir im Shop. Ne? Wie gesagt, also da müsst ihr mal gucken, da habe ich noch mehrere Sets, wo wir Forever Flowers mitgestalten können. Dekorieren können und mit basteln können. Ganz tolle Ideen. Und da habe ich dann jetzt hier den kleinen Ilex-Zweig aus den Platten gedrückt und mir das frohe Weihnachten. Und dann habe ich das schön passend kombiniert. Das sind auch Sterne aus dem kommenden Video. Und dann habt ihr da eine super schöne neue Deko-Idee für eure Tür, für die Wand, zum Verschenken, für den Adventskaffee, wenn ihr irgendwo eingeladen seid. Ne? Also ihr müsst es nicht nur, wie gesagt, die sind eben auch zum Mixed Media Gestalten eben schön geeignet, diese tollen, super schönen Schriftzüge. Ihr könntet euch auch jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt so einen großen Weihnachtskranz habt, den zeige ich euch jetzt auch nochmal im nächsten Video, könntet ihr euch auch hergehen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber ihr könntet euch dann auch einen Schriftzug rausmachen, malt ihn an in der passenden Farbe. Achso, das kann ich euch gleich auch noch einen Tipp geben zum Anmalen. Oder eben sprüht ihn an in eurer Farbe und dann nehmt ihr ihn und dann klebt ihr ihn euch einfach auf den Kranz mit Heißkleber drauf. Ihr könnt auch einen großen nehmen, zum Beispiel den Weihnachtsmann-Schriftzug, den ganz großen quer drüber setzen. Also dass da, oder einfach hier so ein bisschen am Rand. Na, das sind euren Ideen sind da wieder keine Grenzen gesetzt, ne? Da lasst da mal eurer Fantasie mal wirklich wieder freien Lauf und probiert das mal aus und spielt damit. Also ich finde die ganz große Klasse. Den Engelschriftzug, ich halte das nochmal ein bisschen, kann man sehen, ne? Glitzert auch so ein bisschen. Den habe ich mit den Glitzerstiften einfach angemalt. Also nichts besprüht oder mit Watercolor-Sprays oder Töpfchenfarbe, die habe ich mit diesen Glitzerstiften, da habe ich auch noch ein paar im Shop. Müsst ihr mal gucken. Einfach koloriert geht auch super. Ist gar kein Problem. Ja, das war es dann auch schon eigentlich erstmal. Wie gesagt, das sind diese MDF-Sprüche, die kommen. Alle mit Weihnachten.
Advent. Ich finde das einfach mal so schön, auch irgendwie auf der Karte einfach nur mal Advent. Und die als Dankeschön mit zum Adventskaffee oder ja, oder sich dann noch Tischkärtchen draus machen, zum Beispiel. Da jetzt nochmal ein Name, wenn man selber den Adventskaffee gibt, ne? Könnte man da auch noch draufsetzen. Also, wie gesagt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten mit, wofür sich diese MDF-Geschichten eignen und auch super schön sind und ja, sich schön verbasteln lassen und Spaß mitmachen und so weiter und so fort. Ich merke schon, ich rede gerade wieder komisch. Okay, meine Lieben, das war es dann auch erstmal. Das waren jetzt die ersten zwei Sets. Und das nächste Video, was die nächsten Tage kommt, wird dann eben ein großes Forever Flower Set sein. Forever Flower Sets Video. Da könnt ihr schon sehr gespannt drauf sein. Das wird wieder super interessant und spannend. Und wie gesagt, diese Glimmer Spray, die sind einfach Wahnsinn. Da müsst ihr unbedingt gucken, wenn die zu QVC kommen. Wie gesagt, so wie ich die Artikelnummer habe, werde ich sie euch reinschreiben. Habt ihr Fragen, schreibt mich gerne an. Ich werde das so schnell wie es geht beantworten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch dann jetzt erstmal einen schönen Tag. Viel Spaß beim Basteln. Bleibt mir natürlich alle gesund. Und dann sage ich einfach mal wieder, so, mit der letzten Lilan. Bis bald. Tschüss.